Hallo Leute, Exhumit hier. Und ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Santa Primal. Ein paar Tage war ja ein bisschen Ruhe von mir, von dem Spiel, weil ich derweil ein bisschen was anderes gezockt habe. Aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt auch direkt wieder weiter. Starten wir mal ein Spiel. Ich spiele alleine. So. Mal auf einen Spieler reduzieren. Und los jetzt. Gleich mal gucken, ob ich noch meine ganze Ausrüstung habe. Wer weiß, kann ja alles mögliche passiert sein, das wird Zeit. Und dann gucken wir mal, was uns so über den Weg läuft hier. In Santa Primal. Am Vulkan. War ich da letzte Folge im Vulkan? Ich weiß gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Oh, da ist ein Vogel direkt schon wieder. So. Checken wir mal unsere Ausrüstung. Es sieht so aus, als wenn ich noch alles dabei hätte. Okay, einen Heiltrank sollte ich vielleicht mal ausrüsten. Ich glaube, ich hatte nämlich hatte nämlich ein Dings benutzt, hier ein Droppod-Signal. Ist egal, ich habe nur noch 10 von den Buckshot. Habe ich gerade einen T-Rex gehört? Oder war halt der Vulkan? Nur der Raptor. Mir war es so, als wenn es gerade ein T-Rex rumgeknotet hat. Nicht, dass ich direkt hier wieder einen T-Rex am Start habe. Gut, dann machen wir mal erstmal die komischen Flatterviecher da oben am Himmel. Fledermaus ist es nicht, nein, es ist ein Quetzer. Also zwei hier. Ich werde mal ein bisschen den Berg hochsteigen hier. Ach, da fliegen sie, zwei. Ja, 10 Buckshot habe ich jetzt noch drin. Wird mal so langsam Zeit, dass ich auch welche finde. Und naja, wenn nicht, dann muss ich dann halt was anderes nehmen. Wenig noch Ausrüstung habe ich ja dabei. Mal gucken, wann er runterkommt. Ah, er flattert. Und. Stoßflug! Yeah, Attacke! Greif mich an. Du Sau, du. Muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier die... Da kommt er mit langen Anflug. Können wir noch Kaffee trinken währenddessen? Naja, gut, hat nicht geklappt, wie es sein sollte. Zweiter Versuch. Und da ist er tot. Ich glaube, mir folgt der Uta irgendwie da. Kann es sein? Stein? Ja. Da folgt mir ein Utahraptor. Nicht mehr lange. Okay. Da greift er mich direkt von hinten an, diese kleine Mistvieh. Diese Mistmade. Kannst du nicht machen, so was. Wow. Also gut, da habe ich keine Chance, so wie der mich angreift, das geht ja mal gar nicht. Na, sage mal, was ist mit dem verkehrt jetzt hier? So schnell habe ich auch nicht, Meine Güte, sag ich nur noch einen einzigen Schuss? Das gibt's ja nicht. Ach, herrlich. Tot. Letztendlich. Nur zweimal getroffen, obwohl ich so oft geschossen habe. So waren die anderen da drüben. Schnell mal hinrennen, bevor der der Uta kommt. Der sieht ein bisschen größer aus hier. Ne, 839. Da drüben ist irgendwo eine Kiste.
Und jawohl, cool. Und so zwei, nicht schlecht. Kaliber Dingens um uns. Kaliber 50. Ich muss sagen, habe richtig Lust hier zu spielen. Ist mal ganz gut, wenn man so ein, zwei Wochen mal Pause macht hier von dem Game. Für euch war es natürlich ein bisschen weniger Zeit dazwischen, weil ich ein paar Folgen im Voraus aufgenommen hatte. Hallo, Ute. Ute, Ute, Ute. Warum stehen bleiben? Ja. Okay, ein Schuss zu viel. Hab heute irgendwie einen nervösen Zeigefinger, ich weiß auch nicht. So, Uteraptor ist Geschichte. Vier Schuss noch. Weiß gar nicht, wo laufe ich entlang. Wo war ich denn überhaupt? Hat er das noch eingezeichnet? Nee, oder? Nee. Natürlich nicht. Merkt er sich neuestens irgendwie halt überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung warum. Hört ihr das? Genau. Nichts. Hier ist nichts. Nichts außer Gras. Pflanzen. Lava. Kein Uter. Jetzt überlege ich gerade, wo laufe ich da am besten mal lang? Eine mit einem Ruppel. Ich würde mal sagen, ich laufe mal Richtung Lava Lake mal runter. Weil hier am Vulkan, ich weiß nicht, da könnten zwar noch ein paar Quetzer sein, aber da müsste ich dann einmal außen rumlaufen. Um den Vulkan habe ich auch keinen Bock zu gerade. Ist mir ein bisschen zu zeitaufwendig. In der Zeit denke ich mal, laufe ich mal lieber da, ne? Also quer durch hier. Vielleicht finde ich ja nochmal die eine oder andere Kiste unterwegs. Mal gucken. Stein gefunden. Ich habe Stein gefunden. Jawohl. Da ist noch einer. Steine sind immer gut. Kann man gebrauchen. Falls man mal keine Munition mehr hat, kann man hier halt Steine in das Magazin packen und Steine verschießen. Ne? Allgemein bekannt, ne? Mit Steinen kann man schießen. Nein, Spaß. Einzig, was mir immer so ein bisschen auf den Keks geht, ist halt, dass man so wenig sprinten kann. So kommt man halt schlecht mal von A nach B. Dauert halt ein bisschen. Ich laufe hier mal so kreuz und quer durch die Gegend. So ein bisschen Richtung Lava Lake. So, theoretisch durchkreuze ich jetzt gerade so ein bisschen das T-Rex-Gebiet wieder. Bin ich ja mal gespannt hier, ob der eine oder andere auftaucht. Seltener wäre auch mal nicht schlecht wieder. Ein Triceratops sind? Ja. Da ist ein Triceratops. Die dürften jetzt auch so langsam wieder ein bisschen mehr werden. Ja, hier oben spawnen die eigentlich nicht so. Da haben wir mal eine Spur. Gucken wir mal. Okay, guter Raptor. Ob ich den treffe von hier aus. Ach komm, ich teste es einfach mal. Der steht da gerade so schön. Jetzt läuft er natürlich genauso weiter. Das ist auch wieder so ein Bug halt in dem Spiel. Immer wenn das Fahren kurz ein paar Sekunden auf dem drauf bleibt. Auf einmal bewegt er sich halt. Ja.
Muss man nicht verstehen, aber ist halt so. Jawohl, Geschichte. Er ist tot. Das ging ja fix. Na, da ist auch noch ein... Das ist ein dicker Brummer da links neben mir. Ich hatte mir letztens noch mal kurz ein Video angeguckt von The Hunter. Heißt es The Hunter? Ja, The Hunter Calling the Wild, das neue von den Avalanche Studios. Was quasi nur das alte Spiel ist, nur mit hübscherer Grafik. Aber genauso verpackt halt. Aber ich muss sagen, die Grafik sieht schon halt echt nicht schlecht aus. Ja. Grafik ist zwar nicht alles, ja, wenn die Spielmechanik halt funktioniert, dann kann das Spiel halt auch total hässlich aussehen, meiner Meinung nach. Aber das trägt natürlich schon ein bisschen zur Atmosphäre nicht gerade wenig bei. Wenn das Spiel dementsprechend hübsch aussieht. Gekauft habe ich es allerdings noch nicht und ich bin noch am Überlegen, ob ich es machen soll oder nicht. Potenziell interessieren wird mich das Spiel. Ich könnte natürlich auch da wieder ein Let's Play draus machen. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das soweit erstmal stabil läuft, das Game. Ob das wirklich aktuell in dem Zustand ist, wo man sagen kann, okay, man kann es spielen. Denn so ewig Santa Primal würde ich eigentlich auch nicht mehr so spielen wollen, obwohl es Spaß macht. Aber irgendwie mal ein bisschen Abwechslung so beim Jagen. Eine Alternative wäre nicht verkehrt, halt auch mal ein paar andere Tierarten. Ach, denn da gibt es ja so ja, Wildschweine, Hirsche, Rehe, was weiß ich, Bären, Eidechsen, Hornissen, keine Ahnung, man kann da alles mögliche jagen. In dem Spiel. Muss ich mir nochmal überlegen. Gerade besonders günstig ist das Spiel ja auch nicht, kostet irgendwie durch 30 Euro rund. Pilze mich an mit hier. Mal ein bisschen Lebensenergie auffrischen. Da habe ich noch einen Quetzer da hinten. Ja, da ist ein Quetzer wieder. Ja, mal gucken. Wie gesagt, bin noch unschlüssig, ob das Spiel mir doch mal zulegen sollte. Ob sich das wirklich rentiert halt vom Preis oder nicht mal lieber irgendwie nochmal Angebot abwarten. Aber so rein von der Grafik halt sieht das schon wirklich nicht schlecht aus. Interessiert mich auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Keine Ahnung. Ich werde euch dann mal bekannt geben, wenn es dann soweit ist. Frühzeitig, dann damit ihr auch Bescheid wisst. Oh, die Sonne geht auf, ja. Der Himmel färbt sich langsam rot. So, mal gucken, kommt der runter. Sieht fast so aus, wenn er direkt schon wieder angreifen würde. Ja. Okay. Schauen wir mal. Okay, super. Direkt beim ersten Treffer. 855,9. Also ist ein bisschen schwerer als der andere gewesen. Oder die anderen beiden, die ich gerade hatte. Ne, der ist ein bisschen zu weit nach da gelaufen. Zu seitlich. Funktioniert nicht. Wenn ich auf den jetzt schießen würde, weiß ich nicht, mal gucken, jetzt steht er gerade. Na komm, stehen bleiben. Ja. Perfekt. Das war ein perfekter Schuss. Schön, 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 schön. Habt da genau gesehen, wo ich hingeschossen habe. Wenn ihr da rein schießt, dann in dem Augenblick, dann fällt er einfach tot um. So wie sich das hört. So, da hinten ist irgendwo noch ein Triceratops im Wald, aber ich sehe ihn nicht.
Oder ist er da? Ja, doch. Ganz schwer zu erkennen. Da ist er. Cool. Der ist tot. Oh mein Gott, der ist tot, Leute. Habt ihr den gesehen? Ich habe den quasi kaum gesehen. Das ist gerade nämlich so extrem neblig im Spiel. Ich habe es nur ein bisschen im Umriss gesehen und dachte so, naja, so in etwa ziele ich, glaube ich, dahin, wo ich mal hinschießen sollte in Herzregion. Und Sache, er fährt um. Coole Sache. Relativ langer Schuss, weit Entfernung. Ka-ching. Okay, der hat schon übelst Damage abbekommen. Der haut direkt mal ab. Ja, komm zurück, komm zurück. Mist, jetzt muss ich nachladen. Ich weiß nicht, habe ich ihn gekillt? Nee, da ist er. Also ich kann jetzt noch ein bisschen schießen. Ich habe so ein paar Schuss noch. Wo rennt denn der hin? Sag mal. Er rennt kurz und quer hier. Ja, schön, wenn du mal umfallen würdest. Okay, der Schuss ging vor daneben. So, jetzt haben wir noch 179 Schuss. Da können also noch ein paar Triceratops gerne kommen. Hätte ich nichts dagegen. So, mal gucken, wo ist der hier heute? Okay, der ist am Baum hängen geblieben. Nicht weiter in den Hang runter, der Kullat. Ja, das war eine ganz schöne Entfernung, muss ich sagen. Hat ja richtig gut geklappt. So, schauen wir mal. Ja, Herztreffer. Jawohl. So, machen wir mal so, wie Eddie immer macht. Der stellt sich immer so schön hin. Ne, das ist so dicht dran. Ne? So. Komm, das nehmen wir. Zack. Jetzt muss ich kurz mal aufs PDA gucken. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Ah ja, okay, bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Wo hat der eigentlich da lag? Hat wohl offensichtlich nicht geklappt. Gut, dann ändern wir doch unsere Meinung, nicht zur Lava Lake zu laufen, sondern wir laufen mal Richtung Westen. Richtung Sumpfgebiet. Irgendwie bin ich hier, keine Ahnung, ja. Ja, so ist das manchmal, ne? Man spielt ein Spiel ein paar Tage nicht und dann kennt man schon wieder gar nicht mehr in dem Game aus. Weiß schon gar nicht mehr, wie man die linke Maustaste drückt. Wie man reinzoomt, wie er Waffe nachlädt. Alles völlig anders und kompliziert. So ist das halt, ne? Oh, ich höre was. Ich höre und ich sehe eine T-Rex. Es ist ein Männchen, aber es ist ein kleines Männchen. Okay. Dann nehmen wir mal unsere drei Schuss raus. Und wir nehmen genau diese Waffe, ja. Diese Waffe und wir nehmen diese Munition und dann gehen wir auf die Jagd. So. Nachladen. Hallo, wie geht's denn so? Sorry. Mein Fehler. Sorry. Ich bin heute echt in Schießlaune, muss ich sagen. Höhnisches Lachen. Ja. Drei Triceratops innerhalb von 20 Sekunden oder so erledigt. Kann man auch mal machen. Da ist noch einer. Wollen wir ihn auch noch killen? Komm.
Ja. Nummer 4. Ein vierter Triceratops. So, scannen wir mal lieber einen, bevor uns der T-Rex frisst, ne? Weil... Obwohl, der kommt schon. Bum, 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 bum. Hallo Tante Erna, wie geht's denn so? Alles klar. Never ever war das gerade richtig. Niemals. Habt ihr das gesehen? Er stand total weit weg und hat sich an mich rangeglitscht und mich gefressen. Was zum Teufel? Ey. Das kotzt mich jetzt ja schon wieder an. Oh, diese Mistkröte hat mir gerade mein Spiel kaputt gemacht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also sowas Freches, das ist ja... Das gibt's ja nicht. Okay, dann Dropbot-Signal. Heiltrank, nee, brauchen wir nicht unbedingt. So. Respawn. Das war ja eine Scheiße. Mal jetzt im Ernst, Leute. Und ich höre schon wieder einen T-Rex. So, ich hoffe mal, es funktioniert. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier alle wieder einzeln reinzunehmen, aber das Risiko ist natürlich immer gegeben. Direkt mal die Munitionsart wechseln, denn da ist mich schon wieder ein T-Rex sehen bei uns hier. Zweiter. Oder ist er der gleiche? Nee, da ist Sturm. Nee, das ist ein anderer. Und da sind Kisten. Zwei so, ja. Hm, geht hier einsam hin? Eigentlich ist er da nicht weit weg. Und da ist irgendwo schon wieder ein T-Rex. Irgendwo da im Wald oder was? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Also weit ist er nicht weg. Ich höre mich schon stampfen. Ah, das ist ja wirklich ehrlich, ja. So ein Mist. Okay. Dropbot-Signal. Komm, ich setze das Ding mal hin. Zack, ab im Boden mit dir. Denn... Ach, da ist er ja schon, der Rex. Ah ja. Der ist ja so ein bisschen näher, als ich dachte. Das ist ja echt ärgerlich. Also wie der mich gefressen hat, also beim besten Willen, das ging gar nicht klar. So, jetzt läuft er da durch die Bäume durch. Hm. Ich glaube, der hat mich schon wieder gesehen. Irgendwie kommt der genau in meine Richtung gelaufen. Bum, 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 budum, 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 budum. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. Komm, komm aus dem Wald raus. Genau. Und wie, du frisst mich jetzt auch noch so doof. Also dann zeig dir. Dann ist das Spiel aber kaputt irgendwie. Oh mein Gott. Ja. Leute, er ist tot. Da habe ich aber sehr gut gezielt, würde ich sagen. Was sagst du dazu? Nix. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Ey, dieses Spiel ist immer hü und hot, ja. Man weiß hier nie, was hier passiert im Spiel. Es kann super laufen, weil es kann total scheiße laufen. Ach ja. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Komm, ich stelle mich mal ein bisschen weiter ran. Es ist, ach, schwierig, die Kamera da so, beziehungsweise sich so hinzustellen, dass das funktioniert. Nee,
Das komische Blatt vom Kopf, das sieht scheiße aus, egal. ja, zwei Schuss, Leute. Instant Kill tot. Ja. So wird eigentlich auch bei dem anderen hätte es laufen sollen, aber irgendwie meinte der, mich aus 20 Meter Entfernung zu fressen. Ich hatte mir das näher nochmal angucken, aber das war einfach lächerlich. So, Kiste mitgenommen. Beziehungsweise die Kiste haben wir da gelassen und wir haben den Inhalt mitgenommen. Das ärgert mich so unglaublich, weil ich jetzt mich auch wieder das Problem habe, meine ganze Ausrüstung mich wieder mit ins Inventar zu übernehmen. Und wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, es ist sehr, sehr riskant, wenn ich alles mitnehme. Eben weil halt dieses Spiel so verbuggt ist. Ich stürze dann ja nochmal einfach ab. Quasi instant, so wie der Tod gerade von dem Triceratops. Ja. Gut. Da ist die Kiste. Und wir nehmen es mit, obwohl wir es nicht unbedingt brauchen. So. Ab zu meiner Leiche. Ja, ärgert mich einfach total, muss ich wirklich sagen. Also, war unnötig einfach. Und dann, ja. Nee. Nee, 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 nee. Einfach nein. Das typische Hunter Primal. Ja, man denkt sich nichts Böses. Denkt so, naja, komm, da ist ein T-Rex. Gehst du mal hin, streichelst mal ein bisschen. Bist mal ein bisschen lieb zu dem und dann frisst er dich einfach. Ohne Ankündigung, ja. Hätte er nicht mal sagen können. Du da, ich möchte dich gerne mal fressen. So. Hast du was dagegen? Ah, heute nicht so, ist schlecht, war. Naja, gut. Da habe ich das Drop-Pod-Signal quasi schon wieder verschenkt, aber gut, das hätte man jetzt nicht unbedingt ahnen können. Dass der auch direkt am Umfeld. Hat natürlich extra da geschossen in die Region bei dem auf Brust, weil da auch das Herz sitzt mittig. Und ich stand auch ziemlich gut frontal zu ihm, sodass das eigentlich kein Problem gewesen wäre. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. So, Triceratops-Moppelstur. Jetzt müssen wir so nur noch rächen an dem anderen T-Rex, der da hinten rumrennt. Ja, mal gucken. Ob ich den mit der Shotgun erledigen muss oder... ob ich meine Ausrüstung einsammeln kann und dann den erledigen. Mal gucken. Und wisst ihr, was richtig doof ist? Ich habe keine Steine mehr dabei. Ja, die sind jetzt nämlich auch wieder weg. Meine liebgewonnenen schönen drei Steine oder so, die Karte oder zwei. Die sind jetzt wieder weg. Naja. Muss ich mir halt wieder neue Steine suchen. Und das ist immer so schwer zu entscheiden halt, ne? Weil nicht jeder Stein sieht halt so hübsch aus, wie die, die ich hatte. Da ist irgendwo ein Triceratops. Da ist auch wieder einer. Ist ja überall irgendeiner hier wieder. Ist ja voll das Gebiet hier. Da hinten ist ein Triceratops. Da ist auch noch einer, da ist noch einer und irgendwo da ist auch noch einer. Ich habe aber nicht so viel Munition. Och Mano. Nee. Nummer 3. Axt. Das ist so verlockend, ja, die ganzen Triceratops, die... Ich habe so einen innerlichen Drang, die zu erschießen, weil das Rumlaufen ist einfach viel zu friedlich. Ich habe da was gegen, ich mag das nicht, wenn die so friedfertig ihre Wege herlaufen. Okay, das war scheiße. Das biegt auf einen blöden Stein hier drauf. Ja.
kannst du mal knicken, mein lieber Freund. So, jetzt war der Winkel richtig. Jemand hat sich geklappt. Egal. Der musste dann loben. Wenn schon kein T-Rex, dann halt ein Triceratops. Scannen wir mal an der Nase ein. Funktioniert scheinbar auch. So, was haben wir da? Triceratops-Spur, okay. Nicht, dass ich hier schon wieder einen T-Rex habe oder so. So, 12 Schuss noch. Ich denke mal, ich werde mich mal Richtung T-Rex bewegen, weil mir sonst dann die Munition ausgeht, dann steht dann da ohne da. Wäre ein bisschen blöd. Da müsste ich den mit der Machete irgendwie töten. Was ich durchaus schwierig erweisen könnte. Ja, oder als etwas schwierig erweisen könnte. So verlockend eigentlich ist, hier die ganzen Triceratops hier zu umzunieten, aber ich muss sie leider stehen lassen. Es sei denn, die greifen mich an. Da muss ich mich ja wehren. So eine Ausrede von mir so. Nein, nein. Wir werden mal strikt dahin laufen. Vielleicht die Kiste noch mitnehmen? Hm. Vielleicht ist da noch ein bisschen Munition drin, ne? Komm, wir machen einen kleinen Umweg noch. So weit ist es ja jetzt nicht zur Kiste. Die nehme ich noch mit und dann laufen wir mal da lang. So, fast da. Ja, ja, diese T-Rexe, die sind so dermaßen unberechenbar, man weiß nie, ob das klappt. Das kann funktionieren, das kann echt in die Hose gehen. Hey, hey, da haben wir wieder Mr. T-Rex. Weiblich 6280 bis 6570, das ist also schon ein bisschen größer wieder. Der läuft da lang, okay. Nehmen wir mit. So. Na, mal sehen. Nächste Folge dann vielleicht den weiblichen T-Rex jagen. Schauen wir mal. Jetzt muss ich aber erstmal dahin. Gucken, ob ich die nächste Folge finde, den T-Rex. Dann werde ich mal gucken, ob da... Jo. Ob ich den abknallen kann. Schau mal. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. So. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Wir sind aber schon in der Nähe. So, da liegen noch die zwei toten Triceratops rum. Und der T-Rex müsste eigentlich in der Nähe sein. Das sind Triceratops-Kackhaufen. So, wir sind fast in der Leiche. Und nichts zu sehen vom T-Rex, aber der kann unten im Sumpf rumstehen. Da haben wir einen Kackerhaufen von dem. Werde ich jetzt aber mal nicht einscannen, weil ich ja dann den anderen Rex dann noch machen will. So, kann weg, kann auch weg. Kann auch weg. So, Kleidung hatten wir ja keine mehr. Das lassen wir mal fallen. Ich glaube nicht, dass der T-Rex tot ist, weil ich habe zwar drauf geschossen, aber gut.
scannen wir die mal in. Ah, da oben ist er, okay. Alles klar. Wo ist denn hier meine Leiche? Ach da. Quetzalcoatlus viermal getroffen und Tyrannosaurus Rex einmal, ja. So ein Rex irgendwo da oben. Ja, genau. So, jetzt wird es wieder lustig, die ganze Ausrüstung hier wieder reinnehmen. Deswegen marketet mich überhaupt nicht mit dem Sterben. Denn wenn ich das Problem mit dem Inventar hier nicht hätte, dass das Spiel einfach mal ganz gerne abstürzt, dann würde mich das gar nicht jucken. Und ihr könnt ja einfach alles hier mitnehmen an Ausrüstung. So, ein Drop-Pod-Signal werde ich mal ausrüsten, falls wir das wieder brauchen sollten. So, die Munition, noch mehr Munition und wir gucken mal. Jawohl, er hat es geladen. Danke dir. So, Dropout-Signal. Schon mal provisorisch hinsetzen. Und jetzt nehmen wir mal die ganzen anderen Krempel noch mit. Eine Shotgun kann ich ja drin lassen, denn habe ja nur gerade eine gekauft. Die Axt kommt da rein. So, nochmal gucken. Jawohl, hat funktioniert. Ja, ich würde halt gerne das ganze Inventar übernehmen halt, ne? Aber es ist leider verbuggt. Funktioniert halt nicht. Der hat irgendwie Probleme, wenn man alles ins Inventar nimmt. Habe ich gehört, habe hier hat Eddie auch ein paar Probleme mit technischer Natur wieder. Dass bei ihm das Spiel einfach mal abschmiert. Was natürlich auch total schlecht ist. Nee, da ist eine Palme. Das funktioniert nicht. Da würde ich jetzt quasi auf den Baumstamm schießen, wird es ein bisschen sinnfrei. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen drauf achten. Ah, okay, der rennt da hinten rum. Nicht, dass er jetzt hierher kommt, wenn ich jetzt den einscannen will. Boah. Wieder mega Cluster-Effekte. Aber der kommt definitiv hier wieder in die Richtung. Komplett einmal an der Brust gesetzt, das Ding. Okay, der war ein bisschen weiter links. Mich interessiert auch ehrlich gesagt schon gar nicht mehr der Erhaltungszustand, weil der Typ mich schon so wieder genervt hat. Wehe, du frisst mich nochmal weiter. So, hast du davon? Dummes Viech. So, Haltungszustand. Oh, der hat sogar noch 25%? Okay. Nicht schlecht. Das heißt, was habe ich denn gerade getroffen? Zweimal Herz. Okay. Gut. Tschüss. So, und jetzt ab zu dem Triceratops und dann machen wir eine Folgenpause. Auf jeden Fall. Läuft schon ein bisschen länger wieder. Und ich würde sagen, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen.
Und wir sehen uns dann nächsten Folge wieder, wenn es hier heißt Jagd auf Dinosaurier mit dem Eximit. Bye bye.